In diesem Video geht es um die Basisrente oder auch Rürup-Rente genannt. Vielleicht hast du in letzter Zeit von deinem Steuerberater die Information bekommen, dass du relativ viele Steuern zahlen musst und vielleicht eine Basisrente eine Möglichkeit für dich sein könnte, um ein bisschen Steuern noch dieses Jahr zu sparen. Und damit wollen wir uns in diesem Video beschäftigen, indem ich dir einige Dinge dazu erkläre, ob das wirklich eine gute Idee ist. Willkommen zu diesem Video, mein Name ist David Tappe und ich bin seit über 13 Jahren Experte für das Thema Altersvorsorge, Vermögensaufbau und Geldanlage. In letzter Zeit kommen häufig Menschen auf uns zu mit verschiedenen Überlegungen rund um die Basis- oder auch Rürup-Rente genannt. Das heißt, sie haben oft vom Steuerberater gehört, dass sie doch dieses Jahr noch schnell eine Summe da reinzahlen sollen und damit eben einiges an Steuern dieses Jahr sparen können. Jetzt kennst du die Aussage vielleicht, bist du in einer ähnlichen Überlegung, ob es der Steuerberater ist oder vielleicht die Google-Recherche, die dir das Gefühl gibt und dir die Empfehlung gibt, du solltest dieses Jahr noch ein bisschen was machen, damit deine Steuerlast geringer wird. In dem Video will ich dich gerne mal aufklären. Die Basis- oder auch Rürup-Rente genannt, wir werden es im Laufe des Videos jetzt mal auf das Wort Basisrente beschränken, ist von der Sache her genau das Gleiche. Die Basisrente ist ein Produkt, was im Jahr 2005 ins Leben gerufen wurde, damals um Selbstständigen primär eine Möglichkeit zu geben, fürs Alter vorzusorgen. Und sie ist in der ersten Altersvorsorgeschicht quasi das Pendant der gesetzlichen Rente für die Angestellten, eben primär für die Selbstständigen. Der Staat bietet keine Basisrente direkt an, sondern wenn man ein solches Produkt abschließen will, muss man zu einem der Lebensversicherer in Deutschland gehen, die alle, fast alle, einen solchen Tarif oder auch mehrere anbieten. Die Basisrente hat einige Vor- und einige Nachteile. Wir wollen in diesem Video auf beide eingehen, damit du einfach für dich ein gutes Gefühl kriegst, was das Ganze für dich bringen kann und was es vielleicht auch eben nicht bringt. Wichtig vorweg, Steuerberater sind keine Finanzberater. Das heißt, die können immer nur aus der steuerlichen Brille auf ein Produkt gucken und können dir unter Umständen sagen, dass das steuerlich gefördert ist. Das ist auch richtig, das werden wir gleich noch genauer betrachten. Seltenst können die aber zu dem Produkt selbst was sagen. Deswegen musst du dir immer vor Augen führen, der Steuerberater berät dich in Sachen Steuern und in Sachen Geldanlage, eben wenn du hast, der Finanzberater. Dementsprechend solltest du bei dem Modell der Basisrente dich nicht ausschließlich auf die Empfehlung des Steuerberaters verlassen, sondern dir beide Seiten angucken. Auf der Positivseite der Basisrente steht ganz klar, und das wird von Steuerberatern und auch von Finanzberatern sehr oft in den Vordergrund gestellt, dass es eine gewisse steuerliche Erstattung bei Einzahlung gibt. Das heißt, unmittelbar in dem Jahr, in dem du Einzahlungen machst, bekommst du mit der Steuererklärung, die dann meistens im Folgejahr gemacht wird, für das vergangene Jahr eine Steuererstattung. Und für viele ist das auch das Hauptargument, warum sie sich für ein solches Produkt entscheiden, weil sie hier eben unmittelbar nach Einzahlung Rückerstattung bekommen. An der Stelle mal der ganz wichtige Hinweis. Steuererstattungen sind eine feine Sache, wenn man betriebliche Ausgaben hat oder auch private Ausgaben, die man von der Steuer absetzen kann, dann ist das sicherlich immer schön. Aber bitte, bitte mach nicht den Fehler, dass du irgendwelche Ausgaben künstlich produzierst und dir fast schon egal ist, wo das Geld hingeht, nur damit du im besten Fall die Hälfte vom Finanzamt zurückkriegst. Das muss ich dir so deutlich sagen, ich sage es auch nochmal, wenn du irgendwo 10.000 Euro hinüberweist, nur um 5.000 Euro Steuererstattung zu bekommen, dann sind die 10.000 trotzdem weg. Das klingt jetzt total bescheuert, aber ich habe das in meinen Gesprächen immer wieder. Viele erkennen gar nicht, dass das Finanzprodukt der Basisrente entscheidend ist, sondern sind so grelle auf die Steuerersparnis, dass sie, egal schon fast wie das Produkt funktioniert, diese Steuerersparnis haben wollen. Also ich will dir damit einfach sagen, Steuern sparen, ja, schön, feine Sache, aber bitte immer darauf achten, wo geht das Geld hin. Du kaufst ja auch in deinem Betrieb nicht irgendetwas, was du gar nicht brauchst, nur weil du es von der Steuer absetzen kannst. Die Sache hast du trotzdem bezahlt und gekauft. Und wenn du dafür keine Verwendung hast, jetzt überspitzt gesagt, dann macht es auch keinen Sinn. Deswegen, manchmal ist es besser, Steuern zu akzeptieren, sie zu zahlen und dafür aber die Liquidität bei sich zu behalten. Kommen wir zurück zur Basisrente. Also die Basisrente hat, wie schon gerade gesagt, gewisse steuerliche Förderung, auf die ich gleich anhand eines Beispiels mal eingehen werde. Auf der anderen Seite ist die Basisrente auch Insolvenz- und Hartz IV geschützt. Solltest du also irgendwann in deinem Leben mal damit zu tun haben, dass du in die Insolvenz rutschen solltest oder eben auch Sozialhilfe, sprich Hartz IV beantragen musst, dann wird die Basisrente unberührt davon belassen und dieses Kapital, was da drin ist, wird nicht mit zu deinem Vermögen gezählt, sodass du das nicht erst verbrauchen musst. Dann ist es aber auf der anderen Seite so, du kommst auf Biegen und Brechen vorher nicht an das Kapital dran. Das heißt, gerade als Selbstständiger kann es durchaus sinnvoll sein, dass wenn dein Geschäft mal nicht so gut läuft, sei es wegen Corona oder irgendwelchen anderen Thematiken und du brauchst dringend Geld, kommst du nicht an das Kapital dran, was da drin steckt. Das heißt, die Basisrente ist ähnlich wie die gesetzliche Rente sehr, sehr, sehr unflexibel und du hast eben keine Möglichkeit, aufs Kapital zuzugreifen.
Das gilt übrigens auch im Rentenalter. Auch im Rentenalter hast du nicht die Möglichkeit, auf diese Summen, die im Vertrag drin sind, zuzugreifen und sie dir einmalig auszahlen zu lassen. Genau wie bei der gesetzlichen Rente ist bei der Basisrente das Ziel vom Gesetzgeber, dass du als Versicherungsnehmer, als Vertragsinhaber hier lediglich eine monatliche Rente rausbekommst. Die Basisrente an sich ist grundsätzlich ins Leben gerufen worden, speziell für die Selbstständigen, weil die ja nun mal keine Absicherung durch die gesetzliche Rente haben in den allermeisten Berufen. Nichtsdestotrotz können auch Angestellte oder auch Beamte eine Basisrente abschließen. Die primäre Zielgruppe sind allerdings Personen mit einem relativ hohen Steuersatz, weil hier natürlich diese steuerlichen Erstattungen sich am meisten auch bemerkbar machen. Wir werden jetzt mal ein Rechenbeispiel machen, wo wir sowohl die steuerlichen als auch die geldanlagetechnischen Parameter als auch die spätere Verrentung mit berücksichtigen. Wichtig für dich zum Verständnis, die Basisrente hat extrem viele Variablen. Das heißt, ganz viele Faktoren können unterschiedlich ausfallen, was dazu führt, dass sich das für dich entweder gar nicht rechnet oder rechnet. Das heißt, wir müssen hier jetzt ein etwas optimistisches Beispiel mal machen, damit wir ein Gefühl dafür bekommen, wie es denn in einem schönen Wetterszenario sich rechnet, um einfach zu sehen, ob wir dann auf den grünen Zweig kommen oder wenn du daran schon erkennst, dass einige Faktoren bei dir eher schlechter ausfallen oder gar nicht zutreffen, kannst du daraus schon ableiten, dass es für dich wahrscheinlich keinen Sinn macht. Wir werden jetzt einfach mal loslegen und unterstellen jetzt hier, dass eine 47 Jahre alte Person, 47 Jahre alt, nennen wir ihn mal Max, ein Einkommen hat von 100.000 Euro brutto pro Jahr. Das ist sein Bruttoeinkommen. So, wir unterstellen jetzt weiter, dass dieser Max ein selbstständiger Unternehmer ist, jemand, der letztendlich irgendeine Dienstleistung ausübt und am Jahresende 100.000 Euro zu versteuerndes Bruttoeinkommen generiert. Jetzt gehen wir weiter davon aus, der Max hat jetzt bisher noch keine Basisrente, der kommt jetzt auf den Trichter, dass das vielleicht eine feine Sache ist und überlegt jetzt, weil er entsprechend hohe Überschüsse jeden Monat übers Jahr gesammelt hat, dass er jetzt 25.000 Euro in eine solche Basisrente einzahlt. Der Max ist ledig und da ist der maximale Satz, den er im Jahr 2022 einzahlen könnte, 25.639 Euro. Er möchte jetzt gerne 25.000 Euro einzahlen. Und zwar noch dieses Jahr im Jahr 2022. Wenn du verheiratet bist, dann liegt der Satz, der in diesem Jahr 2022 möglich ist, bei sogar 51.278 Euro. Das ist das Doppelte von dem, was der Max maximal könnte. Wichtig hierbei zu berücksichtigen ist, wenn du verheiratet bist und einer von beiden oder auch beide in die gesetzliche Rente einzahlen, dann werden die Beiträge der gesetzlichen Rente wiederum abgezogen von den Höchstgrenzen, sodass dann halt entsprechend geringere Höchstgrenzen gelten. In dem Fall, der Max, der ist in seiner Selbstständigkeit nicht in der gesetzlichen Rente, demnach könnte er diese 25.000 Euro auch in diesem Jahr 2022 noch einzahlen. Jetzt ist es so, und das hat ihm der Steuerberater dann auch erzählt, nehmen wir jetzt mal weiter an, dass er hier eine Rückerstattung durchs Finanzamt im Rahmen der Steuererklärung bekommt, die er vielleicht im nächsten Frühjahr oder Sommer macht für das Jahr 2022. Das heißt, die 25.000 Euro würden in dem Fall vom Girokonto oder meinetwegen auch Geschäftskonto von Max, das spielt keine Rolle, in diesen Basisrentenvertrag fließen bei einer Gesellschaft, ohne jetzt einen Namen zu nennen. Dann bekommt er vom Finanzamt eine Steuerrückerstattung. Wie berechnet die sich? Im Jahr 2022 sind 94% von den 25.000, das sind in unserem Beispiel 23.500, steuerlich absetzbar und die mindern sein zu versteuerndes Einkommen. 94% sind es in diesem Jahr, im nächsten Jahr sind es 96%, dann 98% und im Jahr 2025 sind es 100%. Dahinter stand eine Staffel, die 2005 losging und im Jahr 2025, wie gesagt, bei 100% angekommen ist. Wir gehen jetzt mal davon aus, weil der Max hat noch 20 Jahre, der ist jetzt 47, bis zu seinem klassischen Renteneintritt von 67. Das heißt, wir gehen jetzt mal davon aus, weil die Mehrheit der Jahre wird er ja mit 100% Versteuerung oder steuerlicher Absetzbarkeit hier rechnen dürfen, als dass wir jetzt schon 100% hätten. Das heißt, wir können jetzt diese 25.000 Euro nehmen, können den Steuersatz, und bei 100.000 Euro Bruttoeinkommen hat er einen Steuersatz von 42%. Das heißt, wir können jetzt den Steuersatz von 42% dagegen rechnen und können errechnen, dass er bei 42%, schreiben wir hier nochmal hin, Steuererstattung, demnach durchs Finanzamt 10.500 Euro an Rückerstattung bekommt. So, beziehungsweise an geringerer Steuerlast hat, weil er hat vielleicht noch
andere Betriebsausgaben, die er absetzen kann, andere Privatausgaben, die er absetzen kann. Aber er hat aufgrund dieser 25.000 Euro Zahlung 10.500 Euro geringere Steuerlast, was an sich eine super große Zahl ist. Das Problem ist aber, der Gesetzgeber wünscht sich gerne, dass man diese Summe wieder zurück in die Basisrente reinvestiert, um natürlich dadurch wieder mehr Rente aufzubauen. In der Praxis passiert das selten, weil die meisten bekommen Steuerrückerstattungen oder zahlen eine geringere Steuerlast und dann verschwindet das Geld irgendwie auf dem Haushaltskonto, auf dem Betriebskonto und man führt sich gar nicht mehr so groß vor Augen, wie viel Rückerstattung habe ich denn jetzt bekommen und geschweige denn, dass man die jetzt vorbildlich wieder reinvestiert, was wieder zur Rückerstattung führen würde, machen aber viele nicht. In unserem Beispiel, und wir haben schon hunderte Basisrentenverträge geprüft, wir haben viele hunderte Kunden, die mit solchen Verträgen zu uns gekommen sind in den letzten Jahren und nahezu keiner hat die Rückerstattung wieder reinvestiert. Deswegen lassen wir das jetzt einfach der Praxis halber aus diesem Beispiel auch außen vor. Und gehen nicht davon aus, dass das hier jemand 20 Jahre lang diszipliniert tut. Der tatsächliche Nettoaufwand, den können wir jetzt hier errechnen, wenn wir nämlich sagen, 25.000 flossen ja zunächst rein, 10.500 gibt es zurück und daraus ergibt sich ja eine Differenz von 14.500, die jetzt sozusagen der Max netto selbst am Ende bezahlt hat. So. Jetzt rechnen wir weiter und wir gehen jetzt mal davon aus, der Max hat es über die nächsten 20 Jahre, hat er die Möglichkeit, jedes Jahr 25.000 Euro hier einzuzahlen. Das ist jetzt schon ein sehr optimistisches Beispiel, weil viele Selbstständige haben halt eben nicht jedes Jahr die gleichen Gewinne, die gleichen Umsätze, mal läuft ein Jahr besser, mal schlechter, mal gibt es vielleicht private Ausgaben, betriebliche Investitionen, sodass nicht jedes Jahr diese Summe in diesem Rahmen möglich ist, aber wir gehen jetzt davon aus. Das würde bedeuten, über 20 Jahre hinweg können wir jetzt ausrechnen, 14.500 mal 20 Jahre ergibt 290.000 Euro, die der Max hier in Summe quasi netto einzahlt. Auf der anderen Seite sind allerdings 25.000 Euro jedes Jahr nun mal in den Vertrag auch reingeflossen. Das bedeutet, hochgerechnet über die ganze Zeit reden wir also von 25.000 Euro mal 10 Jahre sind 250.000, mal 20 Jahre sind 500.000 Euro, die hier von dem Max über die gesamte Laufzeit bezogen eingezahlt worden sind. Das heißt, wir machen jetzt hier ein Zwischenfazit, könnten wir auf den ersten Eindruck sehen. 500.000 im Vertrag, 290 selbst bezahlt, klingt doch eigentlich ganz gut. So, jetzt müssen wir aber weiterrechnen. Und zwar müssen wir uns jetzt vor Augen führen, dass die 500.000 Euro vielleicht sogar noch verzinst werden. Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten bei Basisrenten. Es gibt Basisrentenverträge mit einer sogenannten Beitragsgarantie und einer garantierten Verzinsung. Die Beitragsgarantie beinhaltet, dass der Beitrag, der 25.000 Euro jährlich, in Summe 500.000, garantiert am Ende zur Verfügung stehen muss für die Verrentung. Plus eine gewisse Garantieverzinsung. Die Garantieverzinsung liegt im Moment leider nur noch bei 0,25%. Dann gibt es noch manchmal ein bisschen Überschüsse, die aber nicht garantiert sind. Unterm Strich redet man vielleicht von 1-2%, die man da realistisch abholen kann, auf die gesamte Zeit gesehen. Die andere Produktkategorie, und die empfehle ich dann deutlich mehr, sind Verträge ohne Beitragsgarantie. Hier ist der Vorteil, der Versicherer muss einen viel kleineren Teil der monatlichen bzw. jährlichen 25.000 Euro konservativ anlegen. Man kann hier viel besser mit den Zinsen am Kapitalmarkt arbeiten, man kann hier breit gestreute Fondsportfolios mit ETFs und so weiter wählen, je nach Anbieter, und hat hierdurch natürlich eine viel höhere Chance auf eine höhere Rendite. Jetzt ist es aber so, dass durch die Erfahrung der letzten Jahre, in denen wir Verträge geprüft haben, hier in dem zweiteren Renditen von 4%, das wäre schon am oberen Durchschnitt, realistisch im Jahr sind, die man abholt. Bei den Verträgen ist es ja so, gerade bei diesen Summen, wenn man hier jährlich 25.000 einzahlt, ergibt sich natürlich erstmal eine große Summe an Vertragsabschlusskosten. Wenn wir das mal grob ausrechnen, bei 500.000 Euro reden wir hier ungefähr von 12.000, 15.000 Euro Vertragsabschlusskosten, die bei Beginn dem Vertrag über die ersten 5 Jahre gestreckt berechnet werden. Das heißt, aufgrund der Vertragseinrichtungskosten bei einem so großen Vertrag mit solchen großen Summen, ist es natürlich so, dass dieser Vertrag erstmal die ersten Jahre ordentlich im Minus hängt. Das heißt, durchschnittlich gesehen ist es so, dass die meisten Verträge mindestens 5
eher aber 10 oder 15 Jahre brauchen, damit sie mit der Verzinsung, je nachdem wie hoch sie ist, die Anfangskosten wieder reingespielt haben. Das heißt, die meisten Verträge, die noch nicht lange laufen, befinden sich aufgrund dieser anfänglichen Abschlusskosten einfach auch noch gnadenlos im Minus. Bei 20 Jahren darf man durchaus davon ausgehen, dass hier eine positive Verzinsung entsteht, keine Frage. Voraussetzung ist natürlich, man hält das Ganze auch wirklich 20 Jahre durch. Wenn ich nach 5 Jahren aufhöre, aus welchem Grund auch immer hier einzuzahlen, dann habe ich natürlich Megakosten am Anfang gehabt, weil die berechnen sich immer in der Unterstellung, dass du das Ganze auch wirklich bis zum Ende durchziehst. Deshalb ist das ein recht hoher Kostenblock, der am Anfang ist. Und wenn du es aber nicht bis zum Ende durchziehst, sondern nur die Hälfte oder nur ein Viertel, dann hast du Kosten für die gesamte Zeit bezahlt, hast aber nur ein Viertel vielleicht genutzt. Das ist ja auch der Grund dafür, warum dann oftmals sogar eine negative Verzinsung am Ende rauskommt, wenn man es dann beispielsweise beitragsfrei stellt. Wir gehen jetzt hier mega optimistisch davon aus, dass er das hier 20 Jahre lang durchhält. Und dementsprechend rechnen wir jetzt hier sehr, sehr wohlwollend mit tatsächlich 4% durchschnittlicher Verzinsung pro Jahr. So, ich habe das hier mal vorbereitet über die Internetseite Zinsen-Berechnen. Kann man das ganz leicht nachrechnen. Und zwar sehen wir hier Anfangskapital 0. Jetzt sollen hier 25.000 Euro eingezahlt werden, und zwar jährlich. Und dann sehen wir hier der Zinssatz 4%. Und das Ganze über 20 Jahre, und dann können wir hier sehen, 774.000 Euro wird dann als Gesamtkapital hier raus. Wenn es jetzt doch nur 2% sind, das können wir auch einmal darstellen, bekommst du an der Stelle mal ein kleines Gefühl dafür, dann sind es nicht mehr 742.000, sondern nur noch 619.000. Dementsprechend sehen wir, was hier der Zinseszins über die Zeit bei diesen Summen ausmacht. Wir rechnen jetzt aber wirklich optimistisch mit diesen 4% weiter. So, 774.000. Ich hatte mich, glaube ich, gerade versprochen. Die Zahl übernehmen wir jetzt und schreiben hier rein. 774.000. Das glätten wir mal. Ist quasi das gesamte Vertragsguthaben zum 67. Und das steht dann für die Verrentung zur Verfügung. Das heißt, wieder Zwischenfazit, 774.000 Euro Guthaben bei 290.000 Euro Einzahlung. Klingt bis hierhin auch super gut. Jetzt geht's weiter. Was macht der Versicherer jetzt? Der bildet jetzt aus diesem Kapital eine lebenslange Rente. Das heißt, der nimmt dieses Kapital durch 10.000. Das ist bei 99% der Versicherern der Rechnungsfaktor durch 10.000. Und dann mal einen Eurowert. Der Eurowert ist je nach Anbieter unterschiedlich. Einige Anbieter reden von vielleicht 12, 15 Euro pro 10.000. Andere haben 20 und die wirklich eine sehr, sehr hohe, einen hohen Wert haben, haben vielleicht 23, 25. Wir rechnen jetzt mit 20 Euro, das ist schon im oberen Durchschnitt, was wir jetzt hier pro 10.000 Euro annehmen. Das heißt mal für 20 Euro. Und dann kommen wir auf folgendes Ergebnis. 774.000 durch 10.000 mal 20 Euro macht 1.548 Euro. Das ist dann die monatliche Bruttorente, die hier realistisch mit einer hohen Verzinsung von 4% zu erwarten ist. Jetzt müssen wir aber noch zwei Sachen berücksichtigen. Zum einen, wie ich gerade schon sagte, brutto. Wir haben vorneweg Steuern eingespart und zwar nicht wenig. Deshalb sagt ja schon der gesunde Menschenverstand, wenn ich vorneweg Steuern spare, muss ich sie möglicherweise hinten raus irgendwo zahlen. Das ist bei der Basisrente so, und zwar, dass dieser Betrag 100% steuerpflichtig ist. Jetzt hängt es natürlich davon ab, welche weiteren Einnahmen der Max in Zukunft noch hat. Sprich, wie hoch sein Steuersatz über seine gesamten Einnahmen insgesamt ist. Jetzt kann man zum einen sagen, der Max ist hier ein durchaus erfolgreicherer Selbstständiger und hat unter Umständen noch andere Geldanlagen, andere Einnahmen auch in der Zukunft. Vielleicht ist er auch im Rentenalter immer noch irgendwo beruflich aktiv, generiert noch weitere Einnahmen und hat auch im Rentenalter möglicherweise einen Spitzensteuersatz von 42%. Wir rechnen es jetzt aber wirklich schön und sagen, der Max setzt sich irgendwann zur Ruhe und hat dann nur noch einen Steuersatz von 30% über seine gesamten Einnahmen hinweg. Das heißt, wir rechnen jetzt hier mit 30% Steuersatz, die wir hier runterziehen. Runterrechnen, das heißt minus 30%. Das wären in dem Fall 464,40 Euro, die er hier an Steuern zu zahlen hat, an Einkommensteuern. Und wenn wir jetzt die Nettorente ausrechnen, 1548 minus 464,40, dann reden wir von einer Nettorente von 1083,60 Euro. So.
Hier können wir jetzt schon mal das erste Mal feststellen, er zahlt 25.000 im Jahr ein, was ungefähr 2.000 Euro im Monat sind, zumindest brutto. Und wir haben jetzt hier eine Nettorente von 1.083. Anders ausgedrückt, was zahlt der netto ein? Die Zahl hatten wir hier, das waren diese 14.500. Das heißt, 14.500 durch 12 sind 1.208, zahlt er netto umgerechnet im Monat ein. Dafür, dass er hier 1.083, also ein bisschen weniger, netto im Monat rauskriegt. So, er kriegt das lebenslang. Natürlich, wenn er jetzt sehr, sehr alt wird, das werden wir gleich nochmal ausrechnen, dann kann sich das für ihn sehr gut rechnen. Aber eins dürfen wir nicht vergessen, und zwar in 20 Jahren haben 1.083,60 natürlich einen geringeren Gegenwert. Stichwort Inflation. Wir haben nach wie vor in diesem Jahr 2022 eine extrem hohe Inflation an die 10%. Wir wollen jetzt hier aber nicht schlecht rechnen, weil ich nicht davon ausgehe, dass die Inflation dauerhaft auf dem Niveau bleibt. Der langfristige Durchschnitt der Inflation liegt irgendwo bei 2-2,5%. Wir rechnen mal nur mit 2% und wollen jetzt aber wissen, was für einen Gegenwert haben diese 1.083 in 20 Jahren noch. So, sind wir also wieder auf Zinsen minus Berechnen, gucken uns hier im Inflationsrechner an. 1.083,60 ist der Betrag. Wir wollen eine Inflation von 2% und wir sehen hier eine Laufzeit von 20 Jahren, ein Zeitraum. Und dann sehen wir, die zukünftige Kaufkraft dieser 1.083,60 beträgt nur noch 729,23 €. Das bedeutet, das, was er in 20 Jahren für 1.083,60 kaufen kann, hat nur noch so viel Wert wie 729,23 € heute. Deswegen müssen wir diesen Wert jetzt nehmen und tragen den hier ein, und dann wissen wir, was seine inflationsbereinigte Nettorente ist. 729,23 €. So. Das ist sozusagen der finale Betrag, der hier rauskommt. Kritiker könnten jetzt sagen, ja, okay, aber es wird doch auch über die Zeit eingezahlt. Das heißt, auch diese 14.500 € Einzahlung sind doch auch von der Inflation betroffen und machen quasi weniger aus. Ist korrekt. Allerdings ist es ja so, dass diese 729,23 € nur die Zahl ist zum Stichtag 67. Jetzt will er ja diese Rente über viele Monate und Jahre beziehen. Das heißt, im Kaufkraft sinkt ja dieser Wert dieser Rente auch nochmal. Das heißt, der Einfachheit halber lassen wir es in der Anzahlungsphase weg und in der Auszahlungsphase nehmen wir nur den Stichtag mit 67. Jetzt können wir ausrechnen, wie alt muss denn der Max werden, damit er mit dieser Rente sein eingesetztes Nettokapital wieder raus hat. Das ist ganz einfach. Wir nehmen diese 290.000 von hier, teilen das durch diese 729,23 € und kommen auf ein Ergebnis von 397,6 Monate. Das heißt, er muss 397,6 Monate die Rente beziehen. Wir rechnen das mal in Jahren aus, dann kann man das ein bisschen besser greifen. Das sind 33 Jahre. So, er muss also 33 Jahre lang die Rente erleben. Wenn er mit 67 in Rente geht, dann herzlichen Glückwunsch, ist er genau 100 Jahre alt, um dann zu seinem Break-Even zu kommen. Also zu dem Zeitpunkt, wo er tatsächlich so viel Rente ausbezahlt bekommen hat, inflationsbereinigt netto, wie er netto eingezahlt hat. Das ist ein ordentliches Alter. In dem Fall würde ich ihm sagen, das Ganze lohnt sich nicht unbedingt, weil das ist letztendlich statistisch gesehen unwahrscheinlich, so alt zu werden. Und nur ab dann quasi davon zu profitieren und Gewinne zu machen, naja, gibt bessere Möglichkeiten. Das heißt, an diesem Beispiel sehen wir, dass es sich in dem Fall nicht wirklich rechnet. Dann sehen wir auch, wir haben hier mehrere Variablen, die ich eher positiv dargestellt habe. Es geht damit los, dass wir gesagt haben, wir können hier im Jahr 2022 bereits jetzt schon alles absetzen und die kompletten 42% Steuersatz ansetzen. Das ist eine Thematik. Dann gehen wir davon aus, dass er hier sehr, sehr optimistisch gesagt, ich spreche da halt einfach aus der Erfahrung vieler, vieler hundert Fälle, die meisten halten es nicht dauerhaft durch, er aber tatsächlich 20 Jahre lang jedes Jahr diese 25.000 € hier einbringt. Dann haben wir hier eine Verzinsung mit 4%. Nicht selten sind es nur 3, 2 oder 1%, je nach Produktgestaltung und je nach Laufzeit.
Und dann haben wir weiter gesagt, es ist hier ein eher hoher Rentenfaktor mit 20 Euro. Viele Gesellschaften liegen darunter. Dann haben wir weitergerechnet, dass er im Rentenalter nur 30% Gesamtsteuersatz hat und nicht 42 wie vorneweg und wie die meisten Selbstständigen auch im Rentenalter meiner Erfahrung nach noch haben. Und zu guter Letzt haben wir bei der Inflation auch lediglich 2% angesetzt, bei der Durchschnittsinflation und nicht wie gerade 10 oder vielleicht wie in der Zukunft eher 3. Ja, also du siehst im Großen und Ganzen bei diesem Beispiel hier haben wir mehrere Punkte positiv dargestellt und trotzdem ist das Ergebnis sehr traurig und sehr lang, sodass hier nicht wirklich ratsam ist, auch wenn der Steuerberater sagt, mach sowas, dann sparst du Steuern. Das ist zwar richtig, aber wie wir hier sehen, wir haben es alles mit reingerechnet. Am Ende macht es halt einfach in dem Fall wirklich keinen Sinn. Es sind extrem viele Variablen, deshalb habe ich großes Verständnis dafür, wenn du Schwierigkeiten hast, das Ganze für dich auszurechnen. Und genau da können wir dir helfen. Wenn du jetzt ein Angebot gerade vorliegen hast für eine Basisrente, die du noch dieses Jahr abschließen willst, sollst, laut Steuerberater. Und der Finanzberater, der Versicherungsberater, der dir das natürlich auch schmackhaft macht, der aber meistens nur den ersten Teil vorrechnet, wo du siehst, dass du da Steuern sparst, aber hinten raus den zweiten Teil vergisst. Oder du hast vielleicht schon einen Vertrag und überlegst jetzt dieses Jahr nochmal ordentlich was einzuzahlen, dann warte bitte ab, melde dich erst bei uns. Lass uns im kostenlosen ersten Termin mal gemeinsam so eine Rechnung machen, dass wir dir mal vorrechnen, ob das in deinem Fall wirklich Sinn macht. Wir bieten das jetzt gerade zum Jahresende sehr vermehrt an. Viele nutzen es schon, deshalb dieses Video, damit auch du davon erfährst, um einfach die Möglichkeit zu haben, aus neutraler Stelle von uns das einmal vorgerechnet bekommen zu haben. Geh dazu einfach auf www.tappeconsulting.de. Den Link findest du auch unten in der Beschreibung. Informier dich ein bisschen über uns und dann buch einfach mal einen kostenlosen ersten Termin, wie es viele Hunderte, Tausende vor dir auch schon gemacht haben. Und dann gucken wir, ob wir dir helfen können, rechnen das für dich durch und können dir dann sagen, was für dich Sinn macht oder welche möglicherweise besseren Alternativen es für dich gibt. Also ich freue mich auf dich. Bis bald, dein David.